Der Gardasee ist ein Sehnsuchtsziel vieler Touristen. Das Nordende des Sees ist eingerahmt von hohen Bergen. Auf einer 10-tägigen Reise erkunden wir die Sehenswürdigkeiten dieses Gebiets, das Johann Wolfgang von Goethe als ein köstliches Schauspiel bezeichnet hat. Ausgangspunkt dieser Reise ist Riva del Garda. Dort verbrachten bereits um 1900 die Schriftsteller Franz Kafka, Thomas Mann und Rainer Maria Rilke ihren Urlaub. An den Hafen schließt die malerische Piazza dei Novembre mit dem Turm Torre Apollinare an. Der Philosoph Nietzsche war bei seinem Aufenthalt in Riva del Garda von dem Turm so begeistert, dass er sich wünschte, in ihm als Eremit sein Leben beschließen zu können. Dieser Uhrturm war einst ein Teil der Stadtmauer. Dieses Tor ist noch ein Teil der im 13. Jahrhundert errichteten Stadtmauer. Das kunsthistorisch bedeutendste Bauwerk von Riva del Garda ist die Kirche Chiesa dell'Inviolata, die Kirche der Unberührten. Ein herrliches Deckenfresko schmückt den Innenraum. Östlich von Riva del Garda liegt das nahe Torbole. Der Strandabschnitt des Ortes gilt als das Windsurfer-Mekka Europas. Vor allem jugendliche Gäste nutzen die günstigen und zuverlässigen Windverhältnisse. Heute jedoch ist nur eine ungewöhnlich schwache Brise zu spüren. Da ist Disco angesagt. In Malcesine befindet sich die Talstation der Kabinenbahn mitten in der Stadt. Die Seilbahn führt hinauf zum Gipfel Tratto Gioino des Monte Baldo. Mit über 2000 Meter Höhe, 37 Kilometer Länge und ca. 11 Kilometer Breite ist der Monte Baldo das größte und höchste Bergmassiv am Gardasee. Die Kabinenbahn hat zwei Abschnitte.
Ich habe doch jetzt ein Kettenwechsel oder so. Ein bisschen aufpassen hier. Also, ein erster Rundblick in östlicher Richtung. Von der Bergstation führt ein Weg nordwärts zu einem Aussichtspunkt. Ein herrlicher Panoramablick auf das Nordende des Gardasees und die angrenzenden Berge. Die Größe des Sees zeigt sich bei diesem Rundblick. Es heißt warten auf die richtige Startzeit. Die Drachenflieger nützen die Aufwinde der erwärmten Berghänge. Wir bestaunen ihren Wagemut. Nach der Talfahrt besichtigen wir Malcesine, eine mittelalterliche Gasse mit Kopfsteinpflaster führt zum Hafen. Den Weg säumen alte Häuser und belebte Plätze. Hier wirkt Malcesine wie ein pittoreskes Dorf. Gleich zu Beginn der Via Capitanata steht linker Hand der Palazzo dei Capitani. Das Haus war einst der Sitz der venezianischen Statthalter. Leer ist die Eingangshalle. Die Burg und ein stolzer Löwe sind auf dem Deckenfresko des Tonnengewölbes zu sehen. Nach der Eingangshalle erfreut ein schön gestalteter Garten am Seeufer das Auge. Der Weg führt hinauf zum Wahrzeichen von Malcesine, der Skalinger Burg. Hoch oben thront sie über den Dächern der Altstadt. Sie wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Die weitläufige Anlage besteht aus einer Unter- und Oberburg. Eine Treppe führt zur ehemaligen Pulverkammer. Heute ist diese als Goethezimmer eingerichtet. Die Bilder und die Auszüge aus seinem Tagebuch »Italienische Reise«
sind kopiert. Hier kann man auch die Skizzen betrachten, die der Dichter in Malcesine angefertigt hat. In der Nordostecke der Burg ist das mittelalterliche Fresko Madonna mit Kind zu sehen. Der Ziehbrunnen versorgte die Burg mit Wasser. Eine Treppe führt hinauf zur einzigen Residenz der Skalinger. In dem großen Raum sind Versteinerungen ausgestellt. Es lohnt sich, den 33 Meter hohen Bergfried zu besteigen. Von oben ergeben sich schöne Ausblicke. Im Rathaus des Ortes Magugnano ist eine große Steinplatte ausgestellt, deren Alter auf über 4500 Jahre geschätzt wird. Auf ihr sind Felsgravuren zu sehen. Südlich von Castelletto steht direkt an der Gardesana-Straße die romanische Kirche St. Zeno. Im 12. Jahrhundert erbaut, ist sie der älteste erhaltene Sakralbau am Ostufer des Gardasees. Im Innern des Gotteshauses sind Freskenreste erhalten, die byzantinisch wirken. Diese Figur hält ein Kind in ihrem Arm. Der Blick fällt auf den kleinen, malerischen Hafen von Torri del Benaco. Blumengeschmückt steht das Hotel Gardesana direkt am Hafen. In ihm weilte unter anderem der Ex-Bundespräsident Horst Köhler. Torri del Benaco ist ein hübscher Ort und erfreulich ruhig. Selbst im Hochsommer geht es hier noch recht beschaulich zu. Zum Schutz des Hafens wurde im 14. Jahrhundert die mächtige Skalinger Burg errichtet. Sie ist das Wahrzeichen von Torri del Benaco. In der Burg ist ein sehenswertes Museum untergebracht.
Eine der Sammlungen zeigt die traditionelle Gardasee-Fischerei. Im Obergeschoss ist eine Dokumentation von prähistorischen Felsgravuren zu sehen. Die Gravuren wurden im Gebiet des Monte Lupia entdeckt. Lohnenswert ist es, den Hauptturm zu besteigen, um schöne Ausblicke zu erfahren. An der Ostmauer der Burg gibt es das letzte alte Zitronengewächshaus der Gardasee-Region zu sehen. Die Punta San Vigilio markiert das Ende des fjordartigen Nordteils des Sees. Von der Durchgangsstraße Gardesana ist der Ort nur durch eine schattige Zypressenallee zu erreichen. Es ist der schönste Ort der Welt, schwärmte der Humanist Agostino Brenzone bereits im 16. Jahrhundert. Am Ende der Allee steht die Villa Guarenti. Sie wurde 1540 für den Graf Agostino Brenzone errichtet. Weitergehend trifft man auf das ehemalige Gästehaus der Villa, das heute ein exklusives Hotel ist. In diesem Nobelhotel stiegen einst Napoleon, Zar Alexander II. Und Winston Churchill ab, aber auch Prinz Charles sowie Richard von Weizsäcker. Sehr hübsch ist der kleine, ummauerte Hafen am Hotel. Auf seiner schmalen Mole kann man beschaulich sitzen und den Rocco, den Hausberg Gardas, erblicken. Am Hang des Monte Lupia wurden zahlreiche Felsgravuren entdeckt. Diese wollen wir im Original sehen. Ein längerer Weg führt zu dem Fundort. Man vermutet, dass es Hirten waren, denen es beim Hüten ihrer Herden langweilig wurde und sie daher als Abwechslung diese Gravuren vornahmen. Am Fundort konnten wir nur diese Darstellung erblicken. In einer sanft geschwungenen Bucht liegt der vielbesuchte Ferienort Garda. Die Promenade ist eine der schönsten am Gardasee. An der Piazza Catullo mit Cafés und Restaurants steht der reizvolle Palazzo del Capitano. Er ist immer mit Blumen geschmückt. Im 15. Jahrhundert erbauten die Venezianer dieses Gebäude für den Statthalter des Ortes. Beschaulich
zeigt sich das Leben an der Promenade. Man kann den Enten zuschauen, am Kai entlang schlendern oder einen herrlich schmeckenden Eisbecher genießen. Um das Hochplateau des Roccos zu erreichen, gilt es, eine Stunde steil aufwärts zu wandern. Oben angekommen, hat man Ausblicke auf Garda, das Bergmassiv des Monte Baldo und den See. Im Hinterland von Badelino beginnt das Weinland. Rebfelder bestimmen das Landschaftsbild. Der Wein machte Badolino zum bekanntesten Ort am Gardasee, weit über mitteleuropäische Grenzen hinaus. Eines der bekanntesten Weingüter ist das der Gebrüder Zeni, das auf eine lange Tradition zurückblicken kann. In deren Museo del Vino werden alle Utensilien gezeigt, die früher für die Weinherstellung notwendig waren. Heute erfolgt die Produktion der Weine mit einer hochmodernen Anlage. Die Weine der Firma Zeni wurden mehrmals ausgezeichnet. Direkt an der Gardesana steht die kleine Kirche Chiesa San Severo. Sie gehört zu den schönsten und besterhaltenen romanischen Kirchen im Veroneser Raum. Ende des 11. Jahrhunderts wurde sie aus Bruchsteinen errichtet. Schön sind die Fresken, die ungewöhnlich lebendig wirken. Die Gasse führt zur Piazza Matteotti. Sie ist der Mittelpunkt der Altstadt von Badelino. Hier wird gegessen, getrunken, planiert und eingekauft. Wahrzeichen des Ortes ist der schiefe Turm an der Uferpromenade. Er stammt aus dem 14. Jahrhundert und gehörte ursprünglich zu einer Scalinger Festung. In Cesano, einem Ortsteil von Badolino, befindet sich das Ölmuseum Il Museo dell'Olivia.
Hier wird anhand vieler Exponate, bebilderter Beschreibungen und eines Videos die lange Geschichte der Ölherstellung dokumentiert. Lazise ist ein ganz besonderer Ort. Eine Stadtmauer mit Wehrtürmen und Toren umgibt den ganzen Ort. Im Sommer wird Lazise von Touristen überflutet. Sie alle wollen das reizvolle Ensemble der Altstadt erleben. Das schmale Hafenbecken ist mit seinen Booten ein stimmungsvoller Ort. Die schlichte romanische Kirche San Nicolo stammt aus dem 12. Jahrhundert. Das Marienfresko zeigt noch den strengen byzantinischen Stil. Es stammt aus dem 14. Jahrhundert. Auf den Fresken im Innern des Gotteshauses, die nur einige Jahrzehnte später entstanden sind, besitzen die Gesichter bereits individuelle Züge. An die Kirche grenzt das große, ehemalige Arsenal der venezianischen Flotte an. Es wurde später zeitweise als Zollstation und Spinnerei genutzt. Heute finden in dem restaurierten Innenbereich Veranstaltungen und Ausstellungen statt. Das Zentrum von Lazise bildet der langgestreckte Marktplatz Vittorio Emanuele. Er ist im Schachbrettstil gepflastert. Wir verlassen die Stadt durch eines der noch gut erhaltenen mittelalterlichen Stadttore. Unsere Besichtigung von Verona beginnt am Stadttor Portoni della Bra. Über die Piazza Bra mit ihrem Springbrunnen, der anlässlich der Städtepartnerschaft zwischen Verona und München von Bayern aufgestellt wurde, gelangen wir zur Arena. Das römische Amphitheater wurde im 1. Jahrhundert nach Christus errichtet. Einst waren die zweigeschossigen Arkadenreihen von einer dreigeschossigen Mauer umgeben. Davon sind heute nur noch vier Bögen erhalten. Die Arena ist das Ziel aller Opernfans, die die besondere Mischung aus Klassik, Prunk
und italienischem Flair schätzen. 1913 wurden anlässlich des 100. Geburtstages von Giuseppe Verdi erstmals die Opernfestspiele in der Arena abgehalten. 15.000 Zuschauer, verteilt auf 45 Stufenreihen, können die Aufführungen in der ellipsenförmigen Spielstätte erleben. Die Piazza delle Erbe ist eine der schönsten Plätze Italiens. Eine gotische Marktsäule steht am Südende des Platzes. Über dem Palazzo della Regione ragt der 84 Meter hohe Turm Torre del Lampert auf. Dekorativ ist der Marktbrunnen mit der Madonna von Verona. Auf dem Spruchband in ihren Händen preist sie die Schönheit Veronas. Leider war die Herrschaftssäule mit dem Markuslöwen am Nordende des Platzes verhüllt. Der Palazzo Casa dei Manzanti steht auf der Ostseite des Platzes. Schöne Renaissance-Fresken schmücken die Fassade. Von dem Capitello aus wandten sich die Stadtoberen an das Volk. Ein Durchgang führt zur Piazza dei Signori, dem früheren Machtzentrum der Stadt. Im Zentrum des Platzes steht der Dichter Dante mit strenger Denkermine. Wichtige öffentliche Gebäude schließen an dem Platz an. Unterwegs zum Palazzo Capuletti, wo sich die Liebesgeschichte von Romeo und Julia abgespielt haben soll. Viele Besucher wollen einmal Julia spielen und auf dem berühmten Balkon hinaustreten. San Zeno Maggiore ist eine der schönsten romanischen Kirchen Norditaliens. Der heutige Bau entstand im 12. Jahrhundert über dem Grab des heiligen Zeno. Er ist der Stadtpatron von Verona. Im Timpanon des Portals überreicht Bischof Zeno das Banner der Freien Kommune an die Verona Bürger. Die Wandfelder aus Marmor seitlich vom Portal zeigen links Szenen aus dem Leben Jesu. Die berühmten Bronzetüren bestehen nur aus Holz mit aufgenagelten Blechen. Sie entstanden um 1100. Dargestellt sind alt- und neutestamentliche Szenen, Königsfiguren sowie Allegorien und Tugenden. Im Chor der Kirche befindet sich das bedeutendste Kunstwerk, das dreiteilige Altarbild mit der thronenden Mutter Gottes. Der Renaissance-Maler Andrea Mantegna hat es gestaltet. Die mehrfarbige Marmorfigur des heiligen Zeno
wurde am Ende des 13. Jahrhunderts geschaffen. An der linken Wand des Gotteshauses sind zahlreiche Votivfresken aus unterschiedlichen Epochen, oft übereinander, zu sehen. Der heutige Kreuzgang geht auf die ersten Jahre des 15. Jahrhunderts zurück. Etwa 8 Kilometer südlich von Peschiera del Garda liegt der kleine Ortsteil Valleccio sul Mincio. Es ist ein altes, pittoreskes Mühlenviertel. Von hier stammt eine der bekanntesten Nudelvariationen Italiens, die Tortellini, die auch Liebesknoten genannt werden. Die Ruine einer gewaltigen Festungsanlage befindet sich am Ende eines imposanten Damm- und Brückenbaus, der über 600 Meter lang ist. Ursprünglich war im Mittelalter das Bauwerk als Staumauer gedacht, um Mantua von der Wasserzufuhr abzuschneiden. Der Fluss Mincio speiste die Seen, die Mantua umgaben und schützten. Dieses Vorhaben wurde jedoch nie gegen Mantua eingesetzt. Nördlich von Valleccio befindet sich fast ein Garten Eden. Der Parco Giardino Sigurta zählt zu den schönsten Gartenanlagen Europas. Er ist über 600.000 Quadratmeter groß. Mir gefiel es, einen Teil dieser riesigen Anlage zu erwandern. Nach den vielen Besichtigungen und Menschen war es für mich eine Oase der Stille. Ende des 19. Jahrhunderts erwarb Graf Carlo Sigurta das Gelände und wandelte es in eine Parklandschaft um.
In Desenzano spielt der Tourismus keine Hauptrolle. Doch es gibt einen großen Yachthafen. Bei Hausausschachtungen wurde die Ruine einer prunkvollen römischen Villa entdeckt. Sie stammt aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Bekannt ist die Villa vor allem für die hervorragend erhaltenen Mosaikfußböden. Amorini sind kleine, geflügelte Wesen, die dem Liebesgott Amor dienen. Bemerkenswert sind die Hohlraumheizungsanlagen unter den Fußböden. Die Wände des Hauses wurden verputzt und anschließend bemalt. Der Dom ist die Hauptkirche von Desenzano. Er wurde Ende des 16. Jahrhunderts im Stil der Spätgotik errichtet. Der gesamte Innenraum gleicht einer Gemäldegalerie. Die Werke bekannter Künstler wie Zenome Veronese, Andrea Celesti und Giovanni Battista Tiepolo sind hier zu sehen. Besonders bekannt ist das in der Sakramentskapelle befindliche Letzte Abendmahl von Tiepolo, das er 1738 gemalt hat. In der Nähe des Doms befindet sich das malerische alte Hafenbecken Porto Vecchio. Der Palazzo Torricini war früher ein Getreidespeicher. Vom Mittelmeerhafen Venedig aus wurde vor allem Getreide herangebracht, das anschließend in die Lombardei und nach Norden weiter verteilt wurde. Schöne Handelshäuser säumen den Hafen. Ein entzückender Platz ist die Piazza Malvezzi, die Schutzpatronin der Stadt. Santa Angela Merisi stammt aus Desenzano. Auf der Piazza sitzt man gemütlich im Café oder Restaurant und genießt das Leben. In Badenge sul Garda ist ein ungewöhnliches Kastell zu finden. Innerhalb der Burg stehen eine Anzahl bewohnter Häuser, die völlig von den Mauern des ehemaligen Kastells umgeben sind.
Es ist die älteste Festung in diesem Gebiet und wurde auf den Grundmauern eines noch älteren Kastells aus römischer Zeit errichtet. Ein steiler Weg führt in Manerba hinauf zum Rocca di Manerba. In früheren Zeiten befand sich eine Burg auf dem Gipfel, von der nur noch wenig Reste zu sehen sind. Vom Gipfelkreuz aus ergeben sich weite Ausblicke. Der kleine Hafen von San Felice del Benaco ist der Ausgangspunkt zu einem Highlight, der Insel Isola del Garda. Dieses wunderschöne Eiland ist nur mit dem Boot erreichbar. Die Isola del Garda, es ist auch bekannt als Isola Borghese Cavazza. Cavazza ist der Name der dortigen Besitzer. Die sind eine große Familie, die aus 8 Mitgliedern besteht. So, die Insel hat eine besondere Geschichte, die vor antiker Römerzeit bis zur Gegenwart. In 879 schenkte Karl der Große die Insel den Mönchen von San Zeno di Verona. So, die Mönchen haben hier ein Kloster gebaut und eine Schule für Theologie und Philosophie errichtet und viele Pflanzen hier gepflanzt. Diese traumhafte Villa wurde 1901 inmitten eines Parks erbaut. Sie wird heute von der Grafenfamilie Borghese Cavazza bewohnt, die die ganze Insel in ihrem Besitz hat. Eine kleine Jause unterbricht die Führung. In der Villa können nur 2 Räume besichtigt werden. Ein italienischer und englischer Garten befindet sich vor dem Gebäude. Thank you.
An die sanft geschwungene Bucht in Salon schmiegt sich die Promenade. Farbige Palazzi grenzen daran an. Salon liegt in einer seismisch unruhigen Zone. 1901 war das letzte große Erdbeben, bei dem der alte Stadtkern völlig zerstört wurde. In den folgenden Jahren konnte man die Stadt wieder neu aufbauen, wobei man die Uferpromenade auf Pfeiler anlegte. Der Dom ist von außen recht unscheinbar. Er ist dennoch das bedeutendste Bauwerk der Spätgotik am Gardasee. Die Inneneinrichtung weist wertvolle Werke auf. Unter dem Triumphbogen hängt ein spätgotisches Kruzifix aus dem Jahr 1499 von Hans von Ulm. Rechts davon ist das Gemälde Geburt Christi von Zenon Verone zu sehen. Auf der linken Seite zeigt das Gemälde Die Anbetung der Könige von Andrea Celesti. Im Chor steht ein prunkvoller spätgotischer Altaraufsatz mit Figuren. In einer Seitenkapelle ist die figurenreiche Grablegung von Paolo Veneziano dargestellt. Sirmione gehört zu den beliebtesten Orten am Gardasee. Die Skalinger Festung schiebt sich mit ihren zinnenbekrönten Mauern und Türmen wie ein schützender Riegel vor die Altstadt. Der Zugang zur weitgehend autofreien Altstadt ist nur über die kleine Brücke möglich. Diese Burg ist das am besten erhaltene Kastell der Skalinger. Es wurde um 1250 aus Natursteinen und Ziegeln erbaut. Das Kastell zählt zu den schönsten und besterhaltenen Wasserburgen Europas. Wunderschöne Ausblicke ergeben sich vom Hauptturm aus. Die hübsche Piazza Carducci markiert die Umrisse des einzigen römischen Hafens. Am frühen Morgen sind es noch wenige Touristen, die Sirmione aufsuchen. Später am Tag wird man fast erdrückt von der Menschenmenge. Auch die Sängerin Maria Callas wusste die Schönheit der Halbinsel zu schätzen. Auf dem dicht bewachsenen Hügel Cortine, mitten auf der Insel, steht die gelbe Villa
die einst Maria Callas gehörte. Das romanische Kirchland San Pietro liegt etwas abgelegen in einem Oliven- und Zypressengarten im nördlichen Teil der Altstadt. Sie geht auf langobardische Mönche zurück. Der Innenraum ist mit sehr schönen Wandmalereien geschmückt. Herausragend ist das Fresko in der Apsis. Es zeigt Christus als Weltenrichter und lässt den Einfluss des byzantinischen Stils erkennen. Die Grotten des Catull finden sich am nördlichen Ende der Halbinsel. Sie sind der Rest eines repräsentativen Gästehauses oder einer großen Villa eines wohlhabenden Privatmannes. Die Anlage erstreckt sich über 20.000 Quadratmeter. Der Kryptoportico ist ein langer Wandelgang, der in zwei Schiffe unterteilt ist. Einige Bögen sind noch erhalten geblieben. Einstmals ruhte darauf ein zweifaches Tonnengewölbe. Mit La Piscina wird ein großes Schwimmbecken bezeichnet. Das Wasser wurde von der Warmluft des Hippokaustensystems unter dem Beckenboden erwärmt. Die große Zisterna ist ein ca. 50 Meter langer unterirdischer Raum, der mit Ziegeln im Fischgrätenmuster bedeckt ist. In dem Olivenhain gab es früher Statuen und andere Dekorationselemente. Am langen Korridor sind 15 Kammern, wahrscheinlich waren es Schlafräume. Mit der Aula dei Giganti wird eine riesige, bereits in der Antike eingestürzte Terrasse bezeichnet, von der ein Teil des Fußbodens noch erhalten ist. Die gewaltigen seitlichen Stützbauten weisen eine Höhe von 12 Metern auf. Ein stattliches Fundamentstück der Villa ist der Grande Pilone. Im Archäologischen Museum sind die wichtigsten Funde ausgestellt, die bei Ausgrabungen vor Ort entdeckt wurden. Zum Abschluss unserer eindrucksvollen Reise erleben wir italienische Lebenskunst pur.